glauben, dass es fairer für alle Studierenden ist, wenn der Zugang ordentlich geregelt ist. Das heißt aber nicht, dass dann weniger Leute studieren gehen sollen. Es geht auch darum, dass man sich vorher genau überlegt, was will ich überhaupt studieren? Weil es soll ja auch für euch, die Studierenden, keine Zeitverschwendung sein, wenn ihr nach zwei Semestern draufkommt, das ist nichts für mich. Und wir glauben, das ist fairer für alle. Unser Studiengebührenmodell, das nachgelagerte Studiengebühren beinhaltet, also dass man die erst nach dem Studium zurückzahlt, geht es nicht darum, irgendjemanden vom Studium abzuhalten. Sie sollen wirklich sehr gering sein. Es geht bei uns um einen fairen Beitrag. Wir glauben, dass es ganz wichtig ist, dass es auch mehr Sozialstipendien gibt. Es kann nicht sein, dass jemand aufgrund seiner Herkunft, wie viel seine Eltern verdienen, dann vom Studium abgehalten wird. Wer studieren kann, soll auch studieren, wenn er möchte. Und dafür braucht es auch mehr Sozialstipendien und Leistungsstipendien. Es ist ganz wichtig, dass die Finanzierung der Unis umgestellt wird auf eine Studienplatzfinanzierung. Wir glauben, dass die Unis wirklich Planbarkeit brauchen, wenn sie ihre Budgets erstellen. Weil so wie das im Moment ist, dieses Herumwurschteln und dass man den Unis sagt, schaut schon, wie ihr damit klarkommt, das ist unserer Meinung nach nicht wirklich zielführend.